Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Saskia von Kreativer Zauber. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin, ja, und heute wollte ich gerne mal versuchen, ob ich es schaffe, euch die Anleitung für diese Pop-Up-Panel-Card zu zeigen. Ja. Das habe ich jetzt mit dem Designerpapier von dem Set Wild auf Grüße gemacht. Das ist aus dem letzten Katalog. Das war ja mehr oder weniger so für mich, einfach einmal zum Üben. Und ja, ich möchte das gerne heute mit euch mit der Produktreihe Florale Träume versuchen, also mit dem DSP aus der Produktreihe und auch mit dem Stempelset dazu. Und ja, das ist so grob der Plan. Und natürlich brauchen wir dafür das Designerpapier. Ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig entschieden, welches Motiv ich nehmen möchte. Ja. Aber eigentlich finde ich dieses hier sehr schön. Und ja, das werde ich jetzt auch nehmen. Dann brauchen wir einen Bogen. Farbkarton in Kirschblüte. Eigentlich wollte ich gerne Blütenrosa nehmen, weil das meiner Meinung nach besser zum DSP passt. Aber Blütenrosa habe ich leider nicht mehr da gehabt. Also habe ich mich dann doch für Kirschblüte entschieden. Das passt aber eigentlich auch ganz gut. Dann habe ich noch einen Bogen Flüsterweiß rausgesucht. Ein Stempelkissen in Rokokorosa. Eine Kirschblüte. In Farngrün und Osterglocke. Das Stempelset Florale Freude. Mein Acrylblock. Und dann brauche ich natürlich noch den Papierschneider. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir auch mal direkt los mit den Vorbereitungen. Wir schneiden uns erstmal Farbkarton und DSP zurecht. Dafür brauche ich einmal meinen Papierschneider. Und zwar fange ich an mit der Kartenbasis. Die mache ich in Kirschblüte und die Kartenbasis, ich messe das in Inch. Die Kartenbasis hat 4,25 Inch mal 11 Inch. Das heißt, ich brauche hier diesen zusätzlichen Arm. Dann lege ich mir hier das Ganze bei 11 Inch an. Und schneide mir das einmal zurecht. Dann lege ich mir das einmal hier bei 4,25 Inch an dieser Seite. Und schneide mir auch das Ganze einmal zurecht. Das ist meine Kartenbasis. Die wird dann gleich einmal in der Mitte gefalzt. Und dann brauche ich noch ein Stück, auch aus Kirschblüte. Das ist ebenfalls 11 Inch lang. Und hat dann aber nur eine Breite von 2, 3 Viertel. So. Zwei, drei Viertel. Und auch das schneide ich hier einmal zurecht. So, dann hätten wir das schon mal. Und jetzt habe ich hier von der Kirschblüte die Fusseln drin. Das mache ich mir aber einfach eben einmal sauber. Und dann kann es auch schon weitergehen.
Und zwar nehme ich jetzt das Stück in Flüsterweiß und schneide mir da vier Stücke in 2,5 x 2,5 zurecht. Nehme ich mir das einmal bei 2,5 an. Und ja, da brauche ich jetzt genau vier Stücke von. Eins. Zwei. Drei. Dann lege ich mir das einfach nochmal bei 2,5 an. Oder? Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das am besten mache, weil ich brauche noch ein Stück Flüsterweiß. Das würde ich natürlich nach Möglichkeit gerne auch aus dem Bogen kriegen. Genau, ich schneide mir das zuerst zurecht. Das hat die Maße 5,5, müsste es zumindest. Ich muss mir das tatsächlich nochmal abmessen. Ne, 5 mal 3 Viertel. Also 5 mal 3 3 Viertel. Das müsste jetzt eigentlich genau hier drauf passen. Ja, perfekt. Genau, und dann schneide ich mir jetzt das vierte Quadrat in 2,5 x 2,5 zurecht. So. Und dann muss ich noch das DSP ein bisschen zurechtschneiden. Und zwar auf die Größe 8,5 mal 10 3 Viertel. Ich muss mir noch mal eben hier abmessen. Da kommt es nämlich jetzt drauf an, welche Seite ich oben haben will. Nee, vielleicht sollte ich das auch an. Ach so, nee, Quatsch. Da habe ich ja was weggenommen. Dann muss ich mir das mal eben. Genau, also das hat 10 3 Viertel. So. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das halt haben möchte, dann später in der Karte. Und ich möchte das gerne, das, also hier oben, hier unten, also muss ich das. Also das muss 10 3 Viertel betragen. Das heißt, ich lege das jetzt so hier rein und schneide das dann einmal bei 10 3 Viertel. So, jetzt kann ich das einmal drehen und schneide das Ganze dann bei 8,5. So. Dann hätten wir das auch zurechtgeschnitten. Dann kann ich mir die ganzen Teile schon mal nehmen und vorfalzen. Ich fange mal bei der Kartenbasis an. Die falze ich einmal bei 5,5. Also genau in der Mitte. Dann kann ich die schon mal vorknicken. So, das ist dann halt meine Karte. Die kann also erstmal zur Seite. Dann nehme ich meinen DSP und falte das, oder falze das besser gesagt. Und zwar falze ich das einmal an der langen Seite bei 5 3/8 Inch. Da einmal wirklich nur ganz vorsichtig mit der Klinge drüber gehen, damit das DSP nicht reißt. Und an der kurzen Seite falze ich das jetzt bei 2 1/4 Inch.
Dann falze ich das Ganze bei 4 1/4 Inch. Und bei 6 1/4 Inch. Das ist hier gerade noch mit drauf. So, kann man das von der Rückseite gut sehen? Ja. Dann habe ich hier auch schon alles gefalzt. Genau, dann brauche ich dieses Teil hier. 2 3/4 mal 11 Inch. Und das falze ich an der langen Seite einmal bei 2 3/4. Dann falze ich das bei 5,5. Und ein letztes Mal falze ich das noch bei 8 1/4. Ja, so dass ich halt hier diese 4 Quadrate habe. Ich falze mir das jetzt nochmal von der anderen Seite einmal nach, weil das wird nämlich gefaltet dann wie so eine Ziehharmonika. Und da ich das immer spontan mache, quasi von welcher Seite ich was falze, falze ich mir das immer einmal von beiden Seiten. Dann die Quadrate und das andere Stück Flüsterweiß, da müssen wir nichts falzen, es kommt erstmal zur Seite. Und dann sind wir auch mit Schneiden und Falzen schon mal soweit fertig. So, wir fangen mal mit dem einfachen Teil an. Mit diesem Teil. Das wird wie gesagt gefaltet wie eine Ziehharmonika, dass ich hier so eine Art M habe. Nehme ich mir nochmal ein Falzbein und drücke das hier schön fest. Und ja, dann ist das Teil eigentlich auch schon fertig. Und ja, jetzt kommen wir zu diesem Teil. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn man sich da einmal reingefuchst hat, dann geht das eigentlich ganz gut, finde ich. Also, wir knicken das einmal in der Mitte. Auf der Seite, wo wir nur eine Falz gezogen haben. So, dass wir das jetzt einmal so in der Mitte gefalzt haben. Die geschlossene Seite kommt auf die linke Seite. Jetzt brauchen wir ein Lineal und einen Bleistift und müssen uns Markierungen machen. Und zwar einmal von hier oben bei einem Inch. Dann hier bei der ersten Falzlinie bei 1 1/4 Inch. Dann die Falzlinie Mitte, die bleibt so wie sie ist. Dann nehmen wir hier die untere Falzlinie und setzen uns dort wieder eine Markierung bei 1 1/4. Und dann nochmal ganz unten. Und zwar wieder bei einem Inch. Diese Markierungen, die verbinden wir jetzt miteinander. So, und jetzt müssen wir dieses ganze Teil hier und dieses ganze Teil einmal wegschneiden.
lasse das dabei zugeklappt, schnapp mir eine Schere, schneide hier die Falzlinie entlang. Bis zu meiner Markierung und schneide mir das dann hier entlang meiner Markierung ebenfalls einmal ab. Diese Teile kann ich im Weiteren natürlich noch verwenden. Zum Wegschmeißen wären sie definitiv zu schade. Auch hier war ich nicht genau auf der Markierung. Das korrigiere ich einfach noch einmal. Und dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite natürlich auch. Ich schneide entlang der Falzlinie. Bis zur Markierung. Und schneide mir dann das Ganze hier ab. Auch das ist zum Wegschmeißen zu schade, das hebe ich mir auf. So. Wenn ich das jetzt aufklappe, sieht das Ganze so aus. Jetzt kommt ein Teil, der ein bisschen komplizierter ist. Aber auch das kriegt man mit ein bisschen Übung ganz gut hin. Und zwar müssen wir dieses Teil dahin falzen. Und zwar so, dass Falzlinie auf Falzlinie liegt. Also muss ich eine gerade Linie haben. Das heißt, ich positioniere mir das. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter runter, dass ihr das sehen könnt. Positioniere mir das genau auf der Falzlinie. Fixiere das gut. Drücke das Ganze einmal runter. Und ziehe mir hier die Falz nochmal nach, sodass ich halt diese diagonalen Falzlinien hier bekomme. Und genau das gleiche muss ich in der anderen Seite auch noch einmal machen. Ich positioniere mir das wieder genau Falzlinie auf Falzlinie. Fixiere mir das gut. Ja, es ist wieder verrutscht. So. Drück mal das jetzt fest. In der Hoffnung, dass es nicht verrutscht ist. Nein, ist es nicht. Und ziehe mir auch das nochmal nach. Und ja, jetzt habe ich diese Diagonalen. Und das Ganze wird dann später so zusammengefaltet. Irgendwas habe ich falsch gemacht, weil das möchte nicht so, wie es soll. Was ist hier falsch? Ich überprüfe das nochmal. Das ist genau Linie auf Linie. Das hätte weiter runter gemusst. Ich versuche mal, ob ich das korrigieren kann. Ich werde es einfach so lassen, wie es jetzt ist, und schneide mir hier oben einmal die Kante ab, weil der Mechanismus funktioniert auch trotzdem auf jeden Fall.
Das ist an sich jetzt nicht das Drama. So. Also der Mechanismus funktioniert eigentlich trotzdem. Wenn ich das jetzt aufklappe. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt soweit vorbereitet. Jetzt brauchen wir dieses schicke Teil. Und diese kleinen Quadrate. Und zwar bestempel ich mir die als allererstes. Und zwar bestempel ich mir die mit der großen Blüte. In Kirschblüte. Also da stempel ich mir jetzt einfach auf jedes Quadrat eine Blüte ab. So, dann brauche ich mal eben ein Tuch, um den Stempel sauber zu machen. Dann brauche ich Kirschblüte erstmal nicht mehr. Nehmen wir jetzt Osterglocke und die Blüten kriegen alle ihren Stempel. Dann brauche ich als nächstes Farngrün. Und diese Blätter hier. Dann nehme ich mir nochmal eben die Unterlage, die ich dann drunter lege. Und
Die stempel ich jetzt einfach irgendwie, so wie es mir gefällt, hier auf. Es muss da auch wirklich nicht jedes exakt gleich aussehen. Das kann ich wirklich ganz individuell so machen, wie es mir am besten gefällt. Und ich finde es auch gerade bei diesem Kartentyp gar nicht so schlecht, wenn nicht alle gleich sind, also nicht exakt gleich zumindest. Dann hätten wir das auch. Und dann kann das Stempelset erstmal wieder zur Seite. Die Stempelkissen brauchen wir dann nicht mehr. So, was wir jetzt machen, ich muss mich erstmal entscheiden, welche Seite innen und welche außen ist. Das ist innen. Ich nehme jetzt meinen Kleber. Und klebe mir diese Quadrate da einfach auf. So, und das letzte auch noch. Das ist dann das Pop-up-Element für innen. Um das jetzt hier anzubringen, mache ich Folgendes. Ich nehme gut haftendes Klebeband, dann nehme ich immer dieses Sticky Tape und nehme einfach einmal hier oben einen Streifen. Und auf der anderen Seite für unten. Ja, das sollte nach Möglichkeit nicht passieren. So. Dann. Mache ich mir hier, da wo es oben klebt, einmal die Schutzfolie ab. Nehme mir mein Pop-up für innen. Und positioniere mir das hier möglichst mittig und auch so, dass es, wenn ich hier diesen Dings hier abgeschnitten, so möglichst bündig hier unten, möglichst mittig,
So, dann klappen wir das Ganze einmal hier nach unten. Jetzt entferne ich mir hier einmal die Schutzfolie vom Klebeband, wenn das denn so funktionieren wollen würde, wie ich möchte. Na bitte, funktioniert doch. Dann drehe ich mir das Ganze wieder und muss das jetzt so drehen, dass diese Seite oben liegt. Und klappe mir das Ganze jetzt einmal so zusammen. Und wenn ich das jetzt aufklappe, dann habe ich hier das Pop-up-Element. So. Dann kann ich mir das Ganze schon mal in den Kartenrohling kleben. Oh nee, ich mache das andersrum. Beim letzten Mal habe ich nämlich gedacht, ich hätte es andersrum machen sollen. Und deswegen machen wir es dieses Mal auch. Ich habe ja hier das Stück Flüsterweiß, das große Stück noch. Und da möchte ich jetzt für vorne einen Hintergrund gestalten. Brauche ich mein Fingerschwämmchen in Kirschblüte und mein Stempelkissen in Kirschblüte. Und färbt mir das Stück Flüsterweiß jetzt halt einfach in Kirschblüte ein. Ich verstehe nicht, warum diese Schwämmchen so quietschen. Aber ja, ob sie nun quietschen oder nicht, das Prinzip bleibt ja dasselbe. Versuche mir jetzt einfach das Ganze hier einmal einzufärben. Ich wollte euch dabei nicht umschmeißen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man etwas improvisieren muss, weil der Basteltisch noch nicht so ist, wie er sein soll. Aber das kommt alles noch. So, dann hätte ich mir das einmal in Kirschblüte eingefärbt. Und jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte gerne in Rokoko-Rosa diese mittlere Blüte vorne drauf stempeln. Ah, da ist noch nicht überall Farbe drauf. Jetzt. Ich überlege gerade, wie ich das am besten finde. Ich möchte mir die gerne oben aufstempeln. Ich glaube, ich werde die Kleine auch noch dazu nehmen. Das hatte ich zwar ursprünglich nicht geplant, aber eigentlich finde ich das ganz nett. Ja, das ist doch nicht schlecht.
Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, dann habe ich jetzt noch die beiden anderen Blütenstempel. Ich muss noch mal schauen, welches jetzt für welchen ist. Das ist für die kleine Blüte. Die stempel ich mir mal eben in Osterglocke in die Blüten. So, Nummer 1. Und Nummer 2. So. Und dann möchte ich noch einen Schriftzug aufstempeln und da habe ich mich dieses Mal entschieden für diesen hier. Beste Wünsche für eine Zukunft voller Glück. Und den möchte ich auch in Rokokorosa stempeln. Den stempel ich mir jetzt einfach hier relativ mittig unter meine Blüten. So, das gefällt mir schon ganz gut. Das bastel ich mir später ohne Kamera wieder zusammen. So, dann kann das auch schon mal zu. Dann nehme ich mir meine Kartenbasis und klebe mir das einfach hier vorne drauf. Hier hatte ich noch Metallic-Folienpapier drunter geklebt. Das lasse ich jetzt hier diesmal weg. Ich finde das auch ohne ganz schön. So, das klebe ich mir jetzt einfach auf. Das kann auch schon mal wieder weg. So. Und dann kommt jetzt zu guter Letzt noch dieses Teil. Da nehme ich mir nochmal mein Klebeband und bringe mir auf jeder Seite einfach einmal drei Streifen an. Einen in der Mitte, einen rechts, einen links. Dann können wir das gleich in den Kartenrolling kleben. Und schauen, ob es dann auch funktioniert mit dem Pop-up, wenn ich die Karte öffne. So, jetzt muss ich es nochmal aufklappen, welche Seite ich oben, welche ich unten haben möchte. So rum. Das heißt, ich klebe zuerst diese Seite im unteren Teil der Karte fest. Ich mache mir hier wieder die Schutzfolie vom Klebeband ab. So, das Ganze versuche ich jetzt möglichst im gleichen Abstand nach rechts
und nach links einmal in den Kartenrolling zu kleben. So. Ja, doch, ist richtig rum. Ich dachte gerade, ich hätte es falsch rumgeklebt. Jetzt entferne ich mir hier auch wieder die Schutzfolie. Manchmal ist es mit diesem Klebeband gar nicht so einfach. So, jetzt kann ich das einfach zuklappen, drückt es fest und dann müsste das, wenn ich die Karte jetzt aufklappe, funktionieren. Und siehe da, das tut es wunderbar. Das ist also die Pop-Up Panel Card mit diesem wunderschönen Designerpapier Florale Träume. Ich finde die ehrlich gesagt fast noch schöner als diese hier. Aber ja, mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Welche von beiden, mein Prototyp oder die mit den Blümchen, welche euch besser gefällt. Ja, vielleicht habt ihr Lust, das Ganze auch mal auszuprobieren. Ich finde, das ist eine echt coole Karte. Aber da ich gerade sehe, das Video geht jetzt schon 40 Minuten, ja, will ich nicht zu lange quatschen. Ja, wie immer, die Materialliste und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Infobox. Wenn Fragen sind, gerne einen Kommentar oder eine E-Mail schreiben. Und ja, fürs nächste Video lasse ich mir dann auch wieder was Nettes einfallen. Und dann sehen und hören wir uns dann. Tschüss!